Der Baronenpalazzo von Giordignano symbolisiert das Erbe der architektonischen Macht der Familie Alfarano Capece, Herren des Horts vom 18. Jahrhundert bis zur Zersetzung des Feudalsystems. Er befindet sich auf der südlichen Seite des bewohnten Gebiets und man tritt durch ein typisches Portal aus Bossenwerk ein, das sich auf dem Rathausplatz im Herzen der Ortschaft befindet. Die Geschichte des Gebäudes beginnt im 15. Jahrhundert, als auf der südöstlichen Seite ein Turm aus dem 14. Jahrhundert entstand. Nach den tragischen Ereignissen des Jahres 1480 als Folge der türkisch-osmanischen Angriffe von Otranto und von den Lehen der Umgebung wurde das Gebäude merklich verändert, um am besten die Ortschaft zu verteidigen. Im 17. Jahrhundert hatte sie keine militärische Funktion mehr und wurde ein Adelssitz, wie die meisten Festungen des Landes von Otranto. In dieser Zeit wurde der imposante Eingang gebaut, der von einem graziösen Tonnengewölbe mit Lünetten verziert wurde. Die Familie Alfarano Capece erweiterte dann das Gebäude und fügte wichtige elegante Elemente hinzu, wie zum Beispiel die Galerie des Palazzos, von vielen vor kurzem fein bearbeiteten Fresken geschmückt. Ein wunderschöner Balkon, Symbol des Reichtums der Familie, verziert dennoch die Außenseite. Der Palazzo gehört zu den vom SAC Porta d'Oriente valorisierten Guten. Er wurde kürzlich dank der Gemeinde umstrukturiert und erzählt uns heute einen wichtigen Teil der Geschichte von Giordignano.